Hallo und herzlich willkommen auf der Ligna 2013 in Hannover. Wir stehen hier am Stand von Pharmac und ich spreche mit Herrn Andreas Lang. Guten Tag, Andi. Hallo, grüß dich. Was genau macht Pharmac? Ja, die Firma Pharmac ist halt Hersteller und Produzent von Bohrwerkzeugen für die Holzbearbeitung. Uns gibt es schon seit 1865. Wir sind halt spezialisiert auf die Herstellung von Holzbohrern aller Art und machen dies schon seit 1865, wie schon gesagt. Und produzieren halt wirklich Holzbohrer vom Allerfeinsten. Ihr seid hier auf der Messe mit einer ganz speziellen Produktserie. Möchtest du mir vielleicht dazu was sagen? Ja, richtig. Wir haben also eine Reihe von innovativen Produkten in unserem Programm, die teilweise auch patentgeschützt sind. Und eins dieser Produktfamilien würde ich euch halt gerne vorstellen heute. Wir möchten hier auf jeden Fall gerne mal unsere Bohrmax-Familie vorstellen. Der Bohrmax gehört halt zu der Familie der Forstner-Bohrer. Ursprung hat das Ganze in dem klassischen Forstner-Bohrer. Der Forstner-Bohrer ist eigentlich so der klassische Holzbohrer schlechthin. Den gibt es schon seit über 100 Jahren. Ist erfunden worden von dem Benjamin Forstner in den USA. Und der zeichnet sich halt dadurch aus, er hat eine Zentrierspitze, zwei Hauptschneiden und eine sogenannte geschlossene Umfangschneide. Diese geschlossene Umfangschneide, die dient dazu, dass der Bohrer, wenn man ihn in eine Handbohrmaschine einsetzt, eine gute Führung im Holz hat. Problem bei dieser Umfangschneide ist seit jeher, dass an ihr natürlich unheimlich viel Reibung entsteht bei hohen Umdrehungen. Und gerade wenn man solche Harthölzer oder beschichtete Plattenwerkstoffe zu bearbeiten hat, dann erhitzt sich diese Umfangschneide halt sehr, sehr stark. Und jeder kennt das Bild, wenn diese Schneide, diese Kante dann irgendwann blau anläuft und sich verrundet und der Bohrer eigentlich dann nicht mehr zu gebrauchen ist. Da haben wir halt eine innovative Lösung für gefunden, um dieses Problem zu beseitigen. Und das ist halt in der Form des sogenannten Bohrmax passiert. Hier haben wir halt im Gegensatz zu dieser geschlossenen Umfangschneide diese Umfangschneide durch seitliche Einfräsungen unterbrochen. Dadurch ist immer noch eine gute Führung des Bohrers im Holz gewährleistet. Es ist aber wesentlich weniger Material im Eingriff und deshalb wird die Reibung halt deutlich minimiert. Man merkt das zum einen daran, dass man wesentlich leichter bohrt, man braucht also weniger Kraft, um ins Holz einzudringen. Und der Bohrer hält halt um ein Vielfaches länger gegenüber dem Forstner-Bohrer, weil halt die Reibung bzw. die Erwärmung minimiert wird. So, jetzt gibt es diesen Bohrmax halt in zweierlei Varianten in Werkzeugstahl. Einmal mit einer festen Zentrierspitze, wie ein normaler Forstner-Bohrer. Und neu haben wir halt diese Geschichte auch mit einer auswechselbaren Zentrierspitze. Das macht dann Sinn, wenn man ihn als normalen Forstner-Bohrer nutzen möchte, aber auch die Anwendung hat, dass man irgendwo schräg ins Material bohren muss und braucht eine längere Zentrierung. Da haben wir hier diesen sogenannten Staketen-Bohrmax. Der zeichnet sich halt dadurch aus, dass ich eine wechselbare Zentrierspitze habe. Diese kann ich bei Bedarf durch einen Vorbohrer ersetzen und das ermöglicht mir dann auch wirklich unter einem ganz steilen Winkel sauber und zylindrisch anzubohren. So, mit unserem Bohrmax ist es halt möglich, hauptsächlich Weichhölzer zu bearbeiten. Man hat aber auch die Möglichkeit, Harthölzer bzw. beschichtete Arbeitsplatten zu bearbeiten, ohne dass der Bohrer gleich Schaden nimmt. Wenn man jetzt ausschließlich Harthölzer oder Plattenwerkstoffe zu bearbeiten hat, benutzt man halt besser ein hartmetallbestücktes Werkzeug. Da gibt es halt das klassische Werkzeug, das ist der sogenannte Hartmetall-Kunstbohrer. Der zeichnet sich halt dadurch aus, dass er Hauptschneiden, eine Zentrierspitze und diese beiden kurzen Vorschneider hat. Problem bei diesem Werkzeug ist, dass man es sehr schlecht in der Handbohrmaschine einsetzen kann, weil halt eine Führung auf dem Umfang nicht gewährleistet ist. Und da haben wir vor ein paar Jahren unseren Bohrmax erweitert und haben diesen auch mit einer Hartmetallbestückung versehen. Hier sind also auch die beiden Hauptschneiden, die Zentrierspitze und diese beiden ersten Vorschneider aus Hartmetall. Zusätzlich hat man aber dann noch eine Umfangführung, wie man sie vom Bohrmax her kennt. Dadurch ist es auch möglich, diesen Bohrer ganz unproblematisch in einer Handbohrmaschine einzusetzen. Dies will ich jetzt noch mal eben vorführen. Diese Bohrköpfe sind sicherlich nicht das einzige Produkt im Sortiment von Pharmac. Das ist richtig, Helge. Insgesamt haben wir über 4.500 Produkte in unserem Sortiment. Angefangen vom Bohrern ab 2 mm Durchmesser bis zu einem Durchmesser von 150 mm und einer Gesamtlänge von 2,50 m. Also wir sind da schon sehr gut aufgestellt und haben alles, was der Besserbohrer braucht. Andreas, ich danke dir sehr für das Gespräch und ich wünsche euch noch viel Spaß und viel Erfolg auf der Messe. Dankeschön. Danke. Ciao.